Hallo Schloss! Ja, sorry Schloss, heute ist endlich mal wieder eine Herrenhausfolge. Das heißt auch, Live-Reden mal statt Nachvertonen. Da muss ich mich auch immer dran erinnern. In die Richtung ist das Herrenhaus, aber wie mir das bei vielen Herrenhausaufgaben ist, brauche ich auch für die künftige Herrenhaus, also für die heutige Herrenhausaufgabe heute viel Fichte und. Habe ich eine Aktion, die Aktion versteckt. Und deswegen gehe ich erstmal in meinen Fichtenwald und hole Fichtenholz. Und dabei kann ich nämlich dann auch schön erzählen, habe mir diesmal wieder was rausgesucht, was ich erzählen kann. Ich war letztens mit Freunden unterwegs in einem etwas weiter entfernten Schwimmbad. Ist auch ein etwas teureres Schwimmbad. Und dort, hatten wir, ich meine, normalerweise, wenn ich schwimmen gehe, dann schwimme ich ja eine Dreiviertelstunde und gehe wieder raus. Aber das war jetzt halt ein teures Schwimmbad, wo man auch etwas mehr Zeit verbringt. Und auch, aber deswegen war ich auch mit Freunden unterwegs, dass man, wenn man nicht alleine ist, verbringt man ja auch dann mehr Zeit dort. So, und wie das so ist, wenn man dann länger im Schwimmbad ist, will man dort ja auch mal was essen. Ja, während meine Freunde alle Pommes bestellt haben, wollte ich die Burger dort mal probieren. Die sahen auf den Bildern wirklich aus wie perfekte Burger. Also, die sahen aus wie geleckt, die Burger auf den Bildern. Und dann bin ich, ich wusste natürlich, dass Burger oft nicht so sind, wie sie auf den Bildern aussehen. Deswegen habe ich erstmal gefragt, wie groß sind denn die Burger überhaupt bei ihnen? Gut, das hat erstmal etwas gedauert, bis dann der Verkäufer gerafft hat, was ich von ihm wollte, weil der des Deutschen nicht so mächtig war. Bis er dann gerafft hat, ich wollte einfach nur mal sehen, wie groß der Burger ist, ob das jetzt ein 2-Euro-Burger von McDonald's ist oder ob der halt eher Big Mac-Größe hat. Weil die haben nämlich 6 Euro gekostet, da erwarte ich auch schon, dass das nicht so ein McDonald's-Cheeseburger ist. Ja, war dann schon größer als McDonald's Cheeseburger, aber jetzt weiß nicht so besonders, aber ich habe gedacht, okay, sehen ganz gut aus, probierst du die mal. Habe ich mir dann 2 Burger bei den bestellten Hamburger und den Cheeseburger, während meine Freunde alle Pommes bestellt haben. Ja, was hat der gemacht? Den Burger, den er mir gezeigt hat, und dann noch den zweiten, hat er aus dem Kühlschrank genommen und dann so in die Mikrowelle getan. Das heißt, der Burger wurde komplett gleichmäßig erwärmt. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Burgern auskennt. Normalerweise ist es ja bei Burgern so, dass das Fleisch warm gemacht wird und die Brötchen getoastet und der Rest kommt eigentlich kalt drauf. Und man will keine durchgewärmte Gurke auf dem Burgerbrot haben oder so. Ja. Also das war schon mal ein großer Minuspunkt dann. Nämlich, dass alles zusammen erwärmt wurde. Und natürlich war der Belag nicht so, wie er auf den Bildern angepriesen wurde. Also das war ein Fleisch, das war ein bisschen Soße, eine Scheibe Käse natürlich, weil ich einen Cheeseburger hatte und ich glaube noch 2 Gürkchen. Das war's. Also auf den Bildern, da waren aber auch noch einige frische Salatblätter zu sehen. Und Tomaten. Ja. Ja, dann kam ja noch die Krone der Schöpfung, die Pommes von meinen Freunden. Die waren so schlecht, ich meine, man erwartet bei Schwimmern Pommes nicht viel. Aber die waren so schlecht. Die waren tot, die haben durchgängig nach Kohle geschmeckt. Wieso habe ich hier einen Setback? Ich bin noch allein. Oder ich bin noch allein hier. Es ist doch gerade keiner auf der Suche nach einer Trap. Also die haben total nach Kohle geschmeckt. Und hatten. Die haben dann gesagt, ja, die haben das mit irgend so einem Heißlufterhitzer erwärmt, die nie. Also wir haben dann natürlich gesagt, die Pommes gehen bitte alle zurück. Die haben dann auch gesagt, wir machen ihnen gerne neue, wenn die jetzt irgendwie verbrannt geschmeckt haben. Ja gut, wir haben dann gefragt, ja, sind, also dann kam extra hier die Assistentin der Geschäftsleitung, kam dann extra. Ja, also schmecken die denn dann anders, wenn sie neu machen? Nee, wir machen die dann natürlich auf dieselbe Art und Weise. Ja gut, wir brauchen keine Kohlepommes. Also wir haben dann auf die Kohlepommes mal verzichtet. Wir sind dann später am Tag noch nach McDonald's gefahren, da weiß man wenigstens, was man hat. Ja, das ist jetzt allerdings auch schon etwas lange her, diese Erfahrung, und wir waren dann jetzt erneut in dem Schwimmbad. Aber wir wussten ja bereits, wie das Essen dort ist. Haben also diesmal nichts gegessen. Wobei der Geruch nach Burgern war echt fies. Also, ich hätte mir echt gerne einen von diesen Schrottburgern geholt. Weil besser Schrottburger als kein Burger, aber ich bezahle doch nicht 6 Euro für den Schrottburger. Also zumindest nicht normal. Ah, das war aber die ganze Zeit, wenn man da vorbeikam, dieser Geruch. Und ich wollte so unbedingt. So, jedenfalls haben wir dann natürlich gesagt, wir fahren danach in ein richtiges Restaurant. Wir haben dann einen Italiener gefunden, in der Nähe,
im Nachbarort und sind da dann hingefahren. Weil ich dachte mir, ich meine, mit einem Italiener, da sagt man ja jetzt nicht so viel falsch machen. Also Italiener ist ja normalerweise eine gute Adresse. Warte mal, das hier sind aber Eichen, oder? Ich muss mich an das... Achso, hatte ich schon gesagt, mein Ressource-Pack ist jetzt Alacrity. Und ich würde auch mal sagen, das bleibt jetzt mein Ressource-Pack. Ja. Jedenfalls. Das ging schon damit los, dass meine Freunde gesagt haben, ja, wir hätten gerne stilles Wasser für die Kinder. Haben sie stilles Wasser? Nee, nur Sprudelwasser. Na gut, wenn sie kein stilles Wasser haben, können wir dann vielleicht 2 Gläser mit Leitungswasser haben. Daraufhin geht dann der Kellner, der auch große Probleme mit der deutschen Sprache zu haben scheint, der geht dann, man hat wirklich gesehen, wie er im Kopf die Speisekarte durchging, und, um dann zu sagen, nee, Leitungswasser steht da nicht drauf. Aber den Wasser haben wir da ja wohl haben, wo er Wasser rausholen kann. Ja, das war schon mal der Anfang, also schon mal ein guter Start. Dann kam die Speisekarte, und die Speisekarte, das waren aneinander getackerte DIN A4 Blätter. Und auf dem ersten Blatt stand, sehr geehrter Kunde, unser Koch ist im Urlaub. Das sah aus wie, als wenn die das aus irgendeinem Textnachrichten-Chat rausgescreenshottet und auf ein Blatt geschrieben, ausgedruckt und kopiert. Sehr geehrter Kunde, unser Koch ist im Urlaub. Daher können wir keine indischen Spezialitäten anbieten, sondern nur Pasta, Burger, Pizza, alles, was es halt überall gibt. Ja gut, wir sind beim Italiener, da sind uns jetzt die indischen Spezialitäten nicht ganz so wichtig. Ja, und dann die Speisekarte weiter. Das sah aus, als hätten die das aus einer anderen Speisekarte rauskopiert. Allerdings mit immer mal wieder verschiedener Seitenorientierung. Also mal Querformat, dann Hochformat. Dann war die Seite auch nicht in der richtigen Reihenfolge. Da war dann zum Beispiel eine Seite, da fehlte die Überschrift, und da stand nur mit Pilzen, mit Salat, mit sowieso. Ja, was denn mit? Und dann stand natürlich auch die Allergene dahinter, also A, D und solche Buchstaben halt. Wie das ja so ist in Speisekarten. Und Begleiterin hat halt eine Nussallergie. Also ich wusste natürlich nicht auswendig, welcher Buchstabe für was steht, vor allem weil ja auch jedes Restaurant da andere Buchstaben verwendet, und hat deswegen mal gefragt, wo ist denn der Zettel, wo drauf steht, was die Buchstaben bedeuten. Da wusste der Kellner auch überhaupt nicht, was wir von ihm wollen. Da stehen Buchstaben hinter dem Essen. Die haben eine Bedeutung. Können Sie uns sagen, was für eine Bedeutung? Also der Kellner hat sich wahrscheinlich noch nie darüber Gedanken gemacht, warum da Buchstaben hinter den Speisen stehen. Bis er dann irgendwann einen Flyer gefunden hat, wo die Allergene erläutert werden, in der Hoffnung, dass das dann auch die richtige Legende darin ist und die Allergene dann nicht vielleicht doch nach einem anderen Schlüssel benannt worden sind. So, dann haben wir also bestellt. Ja, genau. Ach nee, ich wollte ja einen Burger, und dann stand Cheeseburger XL. Ich brauche aber keinen XL, mir reicht ein normaler. Also habe ich gefragt, gibt es denn noch einen normalen Burger? Hat der Kellner auch nicht verstanden, was ich von ihm wollte. Da steht, das ist der Burger XL. XL bedeutet extra large. Ich möchte kein extra, ich möchte normal. Haben Sie denn einen normalen Burger? Nee, XL ist normal. Es gibt noch XXL. Ja, okay, in unserer Gesellschaft gibt es nur noch XL Burger, es gibt keinen normalen Burger mehr. Okay, gut zu wissen. Gut, da habe ich halt den Cheeseburger XL bestellt. Und ist Spoiler, der Burger hat tatsächlich gut geschmeckt. Aber das war auch das einzig Positive, was ich von diesem Lokal berichten kann. Denn, wie ging denn dann weiter? Achso, ich hatte... ich mag ja keine Pommes. Die Pommes, die dann... Und beim Burger sind ja meistens Pommes dabei. Die Pommes, die dann bei dem Burger dabei waren, die habe ich dann den Kindern gegeben. Und damit ich aber zum Burger irgendwas dazu habe, habe ich mal geschaut, was so in der Speisekarte war. Und da war dann Knoblauchbrot. Ich dachte, das wären dann so kleine Pizzabrötchen. Hab mir die dazu bestellt. Und dann kam das tatsächlich als erstes. Das war ein Baguette, lieblos längs aufgeschnitten, mit Knoblauch bestrichen und so in den Ofen geschoben und verbrannt. Also es war ungefähr so 40% schwarz. Ich hab's, damit sind wir wieder beim Kohleproblem. Ich hab's dann natürlich erstmal probiert, aber wir haben es dann zurückgehen lassen. Meine Freunde haben dann dem Kellner noch die Empfehlung gegeben, machen Sie es genauso, nur einfach ein bisschen früher aus dem Ofen rausholen. Ja. Wenn man dann in einem Restaurant den Leuten erklärt, wie man kocht. Ja, ich hätte ja... Oh, ich soll vielleicht mal schlafen gehen. Ich hätte ja einfach...
einmal was gegessen. Ich hätte ja einfach, ich habe ja durch HelloFresh gelernt, wie man richtig kocht. Und zwar nicht einfach längs aufschneiden und dann komplett bestreichen wie ein Nutella-Brot, sondern, man muss von oben Längsschnitte in das Baguette machen und dann die vorgefertigte Knoblauchbutter einführen und es dann so in den Ofen tun. Das habe ich bei HelloFresh gelernt. So, guten Tag, ich hätte gerne ein Bett. Es wird Nacht und eigentlich kann ich mich dann auch auf Rücken machen. Ich habe gerne jetzt ein bisschen Fichte. Wer ist denn das Häuschen mit dem Bett? So, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es geht noch weiter. Aber ich suche gerade das Häuschen mit dem Bett und dem Portal. Hallo? Bin ich jetzt in dem anderen Dorf? Das ist auch das Dorf. Da oben, da bin ich. So, schaffe ich's und... Ja! Geschafft! So, da machen wir mit mir eine vernünftige Aufgabe. Ja, wie ging's dann weiter? Dann kam auch das Essen für alle. Die Pommes waren hier natürlich nicht Kohle-Pommes hier im Zimmer, sondern die waren auch genießbar. Aber jetzt gar kein Bett. Na, dann geh ich direkt das Portal. Die waren dann tatsächlich auch genießbar. Ich habe dann auch mein neues Honigbrot bekommen, allerdings eine Freundin hat eine Salami-Pizza bestellt, aber eine Salami-Pilze-Pizza bekommen, also Salami-Fungi. Sie hat gesagt, sie hat keine Salami-Fungi-Pizza bestellt, sie isst keine Pilze, hat sie noch nie gemacht. Sie hat mit Sicherheit keine bestellt, doch, das haben sie bestellt. Ja gut, also das wäre, als würde mir jemand vorwerfen. Ja doch, natürlich haben sie Pommes bestellt. Nein, garantiert nicht. Ja. Und dann gab es erstmal eine Diskussion. Und meine Freundin wurde dann versucht davon zu überzeugen, dass sie eine Pilzpizza bestellt hat, obwohl sie keine Pilze isst. Ja. Im Endeffekt hat sie dann gesagt, okay, ich esse die Salami Pilzpizza, wenn ich die Pilze abmachen darf und natürlich dann auch nur den Preis einer Salami-Pizza bezahle. Was ja eigentlich auch schon sehr zuvorkommt ist, weil ich meine, den Pilzgeschmack wird sie trotzdem haben und sie wird, wenn sie keine Pilze mag, natürlich ein negatives Geschmackserlebnis haben. Aber sie hat gesagt, sie macht die Pilze selbst ab und bezahlt dann halt den Preis einer Salami-Pizza. War dann in Ordnung. Sie hat dann angefangen, die Pilze abzumachen. Plötzlich kam der Koch aus der Küche. Der sah so richtig piratenmäßig aus. Klatze, ein Ohrring. Und dann, erst hatte ich irgendwas auf einer anderen Sprache geflucht. Und dann gesagt, es wird gegessen. Nee, es wird bezahlt, was auf den Tisch kommt. Ja, die Kellner haben wohl dem Koch gesagt, sie isst jetzt die Pizza, aber zahlt gar nicht dafür. Weil der falsch ist, sie wollte ja dafür zahlen. Ja, und dann hat der Koch ihr die Pizza weggenommen. Und, ich muss eigentlich zum Herrn aus, aber ich muss vorher schlafen. Und ist abgedampft und dann haben die Kellner gefragt, sollen wir denn jetzt noch eine Salami-Pizza machen, aber dann hatte meine Freundin auch den Appetit auf Pizza verloren, hat dann nur noch die Pommes gegessen. In diesem Restaurant ist uns der Appetit gründlich vergangen, aber wie gesagt, die Pommes waren gut, der Burger ist gut, da kann man sich nicht drüber beschweren. So, und jetzt, perfekt, ich bin fertig. Dann kann ich ja jetzt genau auch richtig zum Herrenhaus und zeigen, wo es heute weitergeht. Und zwar geht es hier jetzt diese Treppe hier weiter. Ich muss ja mal schauen, ob die Treppe schon die richtige Höhe hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, sie hat die richtige Höhe. Hier oben geht es jetzt weiter. Sind gerade keine Monster da und da ist auch schon ein Bett. Wie schön. Ja, hier oben fahren wir doch mal mit der Etage jetzt anfangen. In der Etage habe ich noch gar nichts gemacht, oder? Ich sollte diese Etage starten. Hier ist noch gar nichts. Ja, dann wird es aber mal Zeit, dass hier was gemacht wird. Und dafür brauche ich hier jetzt nämlich den Fichtenstamm. Und mal kurz mir daraus Bretter machen. So. Und da sind keine Bretter, das. So, und zwar geht es immer 4 in jede Richtung. 1, 2, 3, 4. Und in die Richtung dann auch. 1, 2, 3, 4. Oh, wie schön. Guck mal hier in Electricity. Keine Ahnung, wie das ist. Electricity. Sind hier auch ein paar kaputte Dielen. Das ist ja schön. Das ist gut. So. Dann geht's 12 insgesamt in die Richtung. Das ist 1. Habe ich schon 1. Oh, da unten ist aber noch ein gefälliges Loch. Oh, hier. Auch die Ziegel finde ich ja schön. Mal schauen, wenn ich erstmal Shader anhabe, wie das dann aussieht. Also 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dieses Viereck muss so jetzt einmal aufgefüllt werden. Genau, das hier ist jetzt erstmal das Atrium oben.
dass ich als nächstes, also dass ich jetzt heute in dieser Folge mache. So, Atrium oben, da wird man dich loben. So, habe ich schon den ersten 64er-Stack dann erledigt, aber ich habe ja genug gefarmt. Ich muss gleich dann auch wieder eine Truhe hinstellen. Würde ich sagen, für Atrium oben hin rein tun. Das kann ich ja dann direkt gehen. So. So. Ja, das sieht doch soweit ganz gut aus schon mal. Das jetzt auch mal hier im zweiten Das ist das zweite Obergeschoss, Leute. Ihr gestaltet das zweite Obergeschoss. Seht ihr von hier aus? Dann sehe ich Rauch aufsteigen von vom Haus der Wildkassens. Ja. So. Alles schön hier befüllen. Dann habe ich hier nämlich gleich schon mal einen ganz guten Fortschritt. So. Ja, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Ja, ist nicht so tief. Wo lande ich denn da? Im blauen Schloss. Ist das blau? Nee, das blaue Schloss kann das nicht sein. Blaues Schlafzimmer ist weiter da hinten. Das violette Schlafzimmer vielleicht. So, und jetzt hier, wo die Treppe ist, geht es dann noch ein bisschen weiter. So, das waren. Wie viele waren die Treppe? Das waren 1, 2, 3. Okay. So, aber ich würde sagen, mach noch. Ja, ah, genau, dass ich damit dann abschließen kann. So. Genau, das muss ich ja hier an die Form dann anpassen. Und dann muss das hier natürlich auch in die Richtung fortgeführt werden. Genau, hier ist, warum sind hier jetzt zwei. Ist das richtig? Naja, erstmal sage ich, das ist richtig. Ach, in die Richtung kommt noch kein Fenster dann. Auch in das Dach muss hier auch noch hin. Naja. Also das muss jetzt 31 in die Richtung. Ja. Insoweit geht das Atrium dann auf der anderen Seite. Allerdings muss das hier dann auch wieder hier zugezogen werden. So. Das heißt, einmal schön hier alles dann bis da durchziehen. Mann. Ja, und ich habe jetzt natürlich gut Hunger bekommen von dem Essensgerede. Mist, hätte ich nicht machen sollen. Ah, es gibt den neuen, McDonald's hat die Rezeptur des Big Macs verändert. Den wollte ich ja nochmal probieren. Aber McDonald's... Oh Mist, jetzt, ich will keine Sterne verschenken. Aber beziehungsweise der Unmoser hat trotzdem... So, mache ich jetzt mal so. Allerdings ist McDonald's mal so weit weg. Und ich wollte heute... So weit mit dem Auto nicht mehr raus. Das wäre ja dann... Ach Mann, ey. So. Das ist doch immer blöd, wenn man dann da die neuen Sachen probieren will. Aber dann sind sie soweit, ja, wie soll ich sagen? Hier war doch mal eine Truhe. Habe ich die weggemacht schon? So, ich brauche eine neue Truhe. Ach gut, also. Na, oder ich mache bei HelloFresh steht heute, glaube ich, ein Baguette auf dem Programm. Allerdings ein richtiges dann. Also ich brauche jetzt einmal eine Truhe erstmal. Mir natürlich an die neuen Bilder hier mal gewöhnt. Gut, die Truhe ist erkennbar. Ja gut, und ein Schild. Mach mir jetzt oben jetzt erstmal eine Truhe hin. So, ich schau mal kurz, was habe ich denn heute? Ich könnte jetzt auch direkt gleich essen gehen. Also kochen gehen, meine ich. Nach der Folge. Allerdings wird die Folge etwas länger, dazu später mehr. Ich wollte gerade mal in meine HelloFresh-App schauen. Da. Was gibt's heute? Genau, ach ja, richtig. Ach, da kann ich noch ein bisschen von HelloFresh erzählen. Letztens kam dann eine E-Mail. Ja, wir hatten keine Creme Fresh mehr, deswegen haben sie eine Kochsahne bekommen. Wenn ich mir dann auch frage, ja, hallo? Habe ich für Kochsahne bezahlt? Also, ich meine, ich kenne mich ja jetzt nicht groß aus mit dem Unterschied zwischen Creme Fresh und Kochsahne, aber ist Kochsahne nicht, wenn man auf die andere Seite kommen, auch für ja. Ist Kochsahne nicht was, 1, 2, 3, 4, oh, das passiert sogar. Ist Creme Fresh nicht was viel Besseres als Kochsahne? Soll ich dafür nicht eine Entschädigung dann bekommen? Ich habe ein Gericht mit Creme Fresh bestellt. Gut, ich meine, ich bin ja jetzt kein Gourmet, ich habe jetzt den Unterschied nicht geschmeckt, aber soweit ich weiß, ist Creme Fresh doch besser. Und wenn die mir dann ein Downgrade geben, soll ich doch dafür Rabatt bekommen. Und jetzt bei der letzten Bestellung hieß es dann... Ach ja, wir haben Probleme mit der Druckerei,
Die Rezepte sind nicht dabei. An sich kein Problem. Jetzt muss ich halt mit der App kochen und die ganze Zeit das Handy geöffnet halten. Aber gut, ist jetzt die Frage, was ist jetzt schlechter für die Umwelt? Das Papier drucken oder jetzt der Stromverbrauch vom Handy? Jedenfalls, so, das ist jetzt auch geschafft. So, und das kann ich hier jetzt zuziehen. Ich muss jetzt nur gucken, wie weit das dann davon jetzt zugezogen wird. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, jedenfalls muss ich die Rezepte jetzt diese Woche deswegen vom Handy ablesen und deswegen kann ich da jetzt mal erstmal eine schöne Aussicht suchen. Ist gerade keine schöne Aussicht da, weil das Fackelfeld. In der App steht, heute gibt es. Mein Menü. Da. Was ist das? Cheesy Spinach Melt mit Kartoffelspalten. Ja, also ein, bei diesem Gericht wird mindestens 2/3 weniger CO2 durch Zutaten verursacht als bei einem durchschnittlichen HelloFresh-Rezept. Dieses Gericht wird dich begeistern. Es ist das perfekte Soulfood, um abends zu entspannen. Oder du genießt es einfach so, als wäre ein Snack zwischendurch. Das ist, oh nein, das, der Spinat ist auch bestimmt schon wieder schlecht geworden. Ja, das heißt, ich mach meins dann, mein Cheesy Spinach Melt ohne Spinach, ohne Spinat. Ach, hier stehen auch die Allergene dabei. Roggen, Weizen, Milch, Laktose und Sellerie. Muss ich wissen. Was wollte ich jetzt schauen? Achso, das Rezept. Was ich ja jetzt alles... Ah, Kochanleitung. Heize den Backofen vor. Gewaschene Kartoffeln in Spalten schneiden. Dann Kartoffelspalten mit der Gewürzmischung vermengen. Auf ein Backpapier... Auf ein mit Backpapier belegten Backblech legen. Oh shit, das wird keine Nacht. Muss mich ins Bett legen. So. Platz für das Ciabatta lassen, Kartoffeln 20 bis 30 Minuten goldbraun backen. Ja, gut, aber mehr geht's hier um das Ciabatta. Babyspinat grob hacken, kann ich mir sparen, der ist mit Sicherheit schon wieder voll geworden. Mozzarella in Scheiben schneiden, oh, Mozzarella mag ich. Tomate grob raspeln, Ketchup und die Hälfte der Gewürzmischung dazugeben und zu einem Dip verrühren. Achso, das ist. Ich glaube, das kann ich mir aussparen, dann nehme ich einfach Ketchup. Oh, jetzt war ich an zu schnell. Ah, Mist! Ey, ich war noch nicht fertig. Hinterschritt, Hinterschritt, nicht da, dann. In der großen Schüssel Hirtenkäse zerbröseln, Knoblauch dazu brennen und mit Spinat, der restlichen Gewürzmischung und Olivenöl vermengen. Ja, wie gesagt, auf den Spinat muss ich dann verzichten. Ciabatta halbieren, waagrecht aufschneiden, Ciabatta-Hälfte nach Belieben mit Butter beschmieren. Oh, Butter muss ich dann selbst im Kühlschrank haben. Und mit der Füllung belegen, nur ohne den Spinat. Also mit der Spinatfüllung ohne Spinat. Mozzarella-Scheiben drüber verteilen und dann 7 bis 9 Minuten in den Ofen mitbacken. Dann die Melz zusammenklappen. Gut, was mache ich denn dann statt Spinat drauf? Wäre natürlich auch kein Grünzeug hier. So, und wie weit muss ich das hier vor allem jetzt hier hinziehen? Ich muss ja aufpassen, dass ich hinterher da nicht dran stoße. Ich muss eine Öffnung lassen von 1... 2, 3, 4, 5, 6. Okay, Öffnung von 6 lassen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ab hier... Was mache ich denn schon wieder für Mist? Und ab da kann ich dann zumachen. So. Einmal hier zumachen. Okay. Und dann habe ich hier im Atrium ja schon mal einen guten... Nährboden. Ja. Sieht doch schon viel freundlicher aus. Also der Bereich jetzt als der Bereich, oder? Ja, kann man so sagen. Oh, wobei, ich habe das Gefühl, ich muss hier die Wände noch höher ziehen. Ja, beziehungsweise den Kabel hier rausschlagen. Warum habe ich denn da? Ja, da brauche ich da noch. Habe ich davon hier unten noch was? Nee, natürlich nicht. Was habe ich da denn für ein Mist gemacht? Also auch schon bei Electricity. Hier, die Treppen, wenn ich die umdrehe, dann sehen die halt wirklich aus wie so, als, wie so ein Tisch oder, wie, hier, da auch. Ja, wie so Gebälk, wie so Dachgebälk. Das ist doch auch ein großer Pluspunkt für dieses Texture-Pack, Ressource-Pack, muss ich ja sagen. Ja. Gut, dann denke ich, habe ich jetzt beim Herrenhaus genug Erfolg. Wenn ich nächstes Mal hier oben bin, muss ich also hier das noch hochführen und hier da noch den richtigen Abschluss auch mit Dachgebälk machen. Und dann geht's eben im zweiten Obergeschoss weiter. Aber was ich jetzt in dieser Folge noch machen möchte. Der König ist hier immer so traurig, dass das Schloss nicht so schnell vorangeht. Deswegen möchte ich jetzt am Ende der Folge
im Speed. Wie komme ich denn jetzt am besten hier runter? Deswegen möchte ich am Ende der Folge im Speed noch ein bisschen die Wand fortführen. Also nicht viel, natürlich nicht so viel wie an dem Worst Day. Aber ein bisschen will ich die Folge doch fortführen, einfach nur um den König glücklich zu machen. So, dafür habe ich ja auch... Ach man, jetzt habe ich... Ich Vollidiot, jetzt habe ich eine Truhe und Schild gemacht, um die Sachen da zu lassen. Jetzt habe ich die Sachen mit Truhe und Schild mitgenommen. Na gut, das mache ich dann jetzt auch schon im Speed. Dann laufe ich rüber zum Schloss und mache einfach nur einen kleinen Teil der Wand einfach. Nur, damit es auch in der Herrenhausfolge einen Fortschritt im Schloss gibt, damit der König glücklich ist. Wir wollen ja alle, dass der König glücklich ist, oder? Ja. Achso, ja, aber dann sage ich jetzt auch, wenn die Folge noch weitergeht, an der Stelle schon mal... Nee, also, ihr könnt jetzt die Folge weitergucken, wenn ihr den König glücklich machen wollt. Ich mache die Fichtenholz-Sachen hier jetzt rein. So, Atrium oben. So, ihr könnt die Folge jetzt also weitermachen, um den König glücklich zu machen. Ich versuche mal, ob ich hier drüber springen kann. Hey! Ja, ist das tief. Und, ja, ansonsten wird jetzt in der Folge nicht mehr viel geredet. Der Rest ist dann im Speed. Ich sage, ach wieder, tschüss, over and out.